Wachst du jede Nacht zwischen 2 und 4 Uhr auf, hast Durchschlafprobleme oder Einschlafstörungen? Dann bleib jetzt dran. Ich erkläre dir, was dein Fettstoffwechsel damit zu tun hat. Der Grund, warum du nachts aufwachst, ist nicht deine volle Blase. Wenn du einen gesunden Fettstoffwechsel hast, dann wachst du nicht nachts auf, denn er sorgt dafür, dass dein Blutzuckerspiegel konstant stabilisiert ist. Bei den meisten Menschen ist es leider so, dass der Stoffwechsel die Energie aus dem Glukosestoffwechsel zieht und das ist eben das falsche Training. Deswegen fällt dein Blutzuckerspiegel in der Nacht ab und versucht eben Zucker selber zu produzieren. Denn dein Körper denkt, dass er stirbt. Das Problem dabei ist, dass zu viel Cortisol ausgeschüttet wird, also unser Stresshormon. Das können wir nachts natürlich nicht gebrauchen, also ist der Grund, warum du nachts aufwachst, nicht deine volle Blase, sondern dieses Stresshormon Cortisol. Das Gute daran ist, du kannst deinen Fettstoffwechsel wieder trainieren. Schreibe Info in die Kommentare, wenn du schneller in den Fettstoffwechsel kommen willst.